Hallo und herzlich willkommen zu World of Warships in meinem Kanal Magis Zuckerbude. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute geht's mit der New Mexico ins Gefecht. Auf der Map Ozean, keine Inseln, also kann ich nichts rammen. Außer vielleicht noch andere Schiffe oder die mich. Zur Map kann man jetzt halt nicht viel sagen. Es ist halt, ne, nur Wasser. Das ist dann halt für Schiffe gut, die eine hohe Range haben. Weil die können dann mal, ja, diese Range voll ausnutzen, ohne irgendwie ja, eine Insel dann zu treffen. Das Schöne ist dann, Kreuzer etc., die können sich nicht verstecken hinter Inseln, dass sie dann halt hinter den Inseln dann hochschießen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier mit der New Max, was eins meiner Lieblingsschiffe ist, von den Amerikanern Tier 6. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und sie kann auch so einiges einstecken. Ich fahre jetzt hier mal die Viererlinie runter. Und hoffe, dass hier gleich mal irgendwie mal was ja, vor die Flinte kommt. Die will ja auch mal ein bisschen Schaden machen. Schön ist auch, keine Flugzeugträger, also keine Torpedoflieger, wie auch immer. Haben dann hier wohl noch hier jetzt natürlich ein paar Zerstörer mit drin. Das war aber knapp. Mr. Omaha. So. Dauert jetzt leider noch ein bisschen, bis ich dann ja in Gefechtsreichweite komme. Ich könnte jetzt hier schon Aufklärer starten, aber ich fahre jetzt lieber ein bisschen ran. Da ist ein Zerstörer. Dieser Zerstörer ist sehr, sehr nah dran. Der ist mir ein bisschen zu nah dran gewesen. Und sogar getroffen. Drehen jetzt mal ein, vielmehr ab. Nee, wer weiß, ob da jetzt Torps geschmissen hat oder nicht, dann möchte ich da jetzt ungern reinfahren. So, da kommen so langsam feindliche Schiffe in meine Range. Das Nachladen dauert hier halt bei dem Schiff hier doch etwas länger als bei der Fuso zum Beispiel. So. Ich bin noch nicht in voller Gefechtsposition für die New York, weil sie ein bisschen fett angeschrägt. Deswegen kann ich jetzt nicht mal so wirklich solche super Wirkungstreffer landen. Schießen mal auf die Cleveland. Muss die New York jetzt eben noch ein bisschen warten. Zu weit vorgehalten. So, das sieht jetzt schon mal besser aus. Jetzt muss ich aber warten, bis ich nachgeladen habe. Dann können meine dicken Kanonen mal ein kleines Feuerwerk auf der New York machen. So, da sind sie unterwegs. Landen, glaube ich, ganz gut. Sind sehr, sehr gut gelandet, muss ich mal sagen. Auf einen Schlag mal gute 30.000 Schaden gemacht. Jetzt will sie sich natürlich verdrücken. Das möchte ich jetzt nicht. Ich werde jetzt nochmal auf sie schießen. Und sie dann auch noch hoffentlich dann versenken. Weil das ist in der Regel nicht gewesen. Schlachtschiff gesunken. So. So macht das der Popo. So, jetzt haben wir da hinten noch eine Cleveland. Ich werde jetzt erstmal meine Geschütze drehen. Und wir sind halt nicht das schnellste Schiff.
Ich sag mal, von der Tongeschwindigkeit her mit dem Drehen, das geht eigentlich, aber jetzt von der Geschwindigkeit, ja, sind wir halt doch etwas langsam. Schießen wir mal auf die Cleveland, mal gucken, ob wir sie da irgendwie treffen können. Nee. Brauche ich gar nicht gucken. Cleveland ist natürlich auch schneller als ich. Was hat die Cleveland denn jetzt versenkt? Kreuzer? Ich habe bis jetzt hier noch nie einen Cheater gesehen. Jetzt fährt mir die Nürnberg natürlich schön. In meine Linie rein. So. Ja, blöd, Beschussalarm drin. Aber wir sind jetzt schön nah dran. Wenn wir jetzt nämlich erstmal jetzt die Cleveland hier rausnehmen. Schiffe, die dann schön reindrehen oder zumindest. Ich hoffe, die kommen jetzt ganz gut. Ja, sieht doch ganz gut aus und. Also ich habe jetzt 8 Treffer gemacht. 4-mal Zitadelle und 2 Schiffe versenkt. Nicht ganz so schlecht. So. Steht die? Bald. Danach drehen wir uns mal für die Omaha ein. Hat er jetzt noch so einen kleinen ein Deck bekommen. Ich glaube, gleich werden sie nämlich alle auf mich schießen. Ne, sind noch auf der. Aber jetzt auf mich prasseln, weil ich doch noch recht nah dran bin. Omaha. Wieder eine Zitadelle. Läuft. Ach, ich mag das Schiff. Das Schiff macht schon Laune. So, jetzt geht's auf die Miyoko. Schauen wir mal, vielleicht gibt's hier auch nochmal eine Zitadelle. Nee. Relativ wenig Schaden gemacht. Weg. Naja, die müssten jetzt eigentlich ihr Feuer auf B konzentrieren, weil sonst gewinnen wir das. Joko. Ich will ja gerne den Kreuzer haben, wenn ich ehrlich bin. Ah, das gewinnen wir. Hoffe ich. Bum, 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 bum. Haben wir ein bisschen Schaden auf der Nagato gemacht.
sie fährt weg. Dann drehe ich mich jetzt auch weg. Weil das muss ja jetzt nicht sein. Sah die Miyoko da hinten da rumeiern. Hauptsache die kommen nicht an unser Cap dran. Okay, das mit dem Gewinn könnte doch etwas schwieriger werden. Kann mal gucken, dass wir vielleicht auf die Warspite wirken können, wenn wir den Dingens draußen haben. So, die Nagato. Drehen wir mal wieder weg. Wir haben mal ein bisschen mehr Schaden gemacht. Jetzt muss ich warten, bis der nochmal geschossen hat. Macht es auch recht gescheit. Ja, den muss ich jetzt einfach mal zum Kaufen. Ich muss nämlich drehen. Ich muss unbedingt rein. Das geht mal. 4000 kann ich verkraften. Wir retten uns mal. Ja, theoretisch müsste ich auf die Warspite wirken, damit die da Ruhe haben. Problem ist, dass die Nagato ist. Das Problem ist jetzt noch, ich habe jetzt hier noch die Miyoko noch drin. Ist halt ein bisschen schlecht. Die Miyoko, die will mich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit im Brand stecken. Bleiben jetzt mal angewinkelt stehen. Da rein. Dann werden wir es nämlich gleich nochmal auf die Miyoko versuchen, bevor sie mich wegtorbt. Jetzt droppt er mich weg wahrscheinlich. Alter Schwede, ey. Scheiße, jetzt brenn ich weg. Oder? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Verdammt. Ich muss sagen, das war eine sehr, sehr gute Runde. Das war eine verdammt gute Runde. Fast 150.000 Schaden gemacht. 332.000. Was haben wir hier? Dreimal vernichtender Schlag. 5 Schiffe versenkt. Also ich habe 42 Treffer gemacht und ich habe 10 Zitadellen gemacht. Das ist schon 5, alter Schwede.
Das ist, glaube ich, jetzt mein bestes Spiel mit der New Mexico gewesen und ihr wart jetzt live dabei. Und dieses Video wird immer bei YouTube sein. Wunderbar. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zur nächsten Runde wieder. Ciao.